So, das sind wir wieder bei The Binding of Isaac, Afterbirth Plus. Wir spielen heute mit Lazarus, habe ich mir gedacht. Einfach weil wir den Run schon angefangen hatten und weil ich gucken möchte, was er neu kann. Vielleicht hätte ich so nachgucken sollen, was das macht. Aber vielleicht sehen wir es ja auch, obwohl ich eh irgendwie ein Rentner bin und alles vergessen habe. Ihr habt alle bestätigt, dass ich ein Rentner bin vor ein paar Folgen. Ich möchte euch was fragen, obwohl ich es eigentlich sowieso machen möchte. Ich würde gerne, es gibt ja jetzt den Steam Workshop und da gibt es Mods. Ich würde gerne ab und zu einfach Mods vorstellen. Und fragen, ob das okay ist. Also wenn ich, so wie damals eigentlich. Da habe ich ja auch immer Mods gezeigt in der einzelnen Folge. Da konnte man noch Sachen damit freischalten, aber ist ja egal, das brauche ich ja nicht. Ob ich das wieder machen soll. Könnt ihr, ich kann auch, vielleicht mache ich eine Umfrage ins Video. So. Ich habe keine Bombe, aber ich möchte diese... Wow. Wenigstens... Nein! Aber wir bluten. Wir haben eine Blutspur nach Schaden hinter uns hergezogen. Ist gut. Jetzt brauchen wir nur noch eine Bombe. Dann ist alles perfekt. Die Pille ist auch schlecht, okay? Das ist gut. Glaube ich. Also schön, dass diese Fettis jetzt nach ein paar Sekunden Pause machen. Ist aber wenigstens noch eine Chance, irgendwie Gegner zu treffen in den ersten Räumen. Mich wundert es, dass sie nicht gleichzeitig Pausen machen, aber hey, Leben ist kein Wunschkonzert. Könnt ihr da bitte weggehen? Hier so hinterkommen? Danke. Zwei Schlüssel und keine Bombe. Wer bietet mehr? Wer hat mehr anzubieten? Ihr? Gibt Bombe? Nein. Bombe? Ich schieße nur diagonal, ne? Ja, genau. So. Finde ich cool, dass es jetzt so größere Gegner gibt. Muss ich immer wieder sagen. Hat der einen Abprall-Effekt? Der hat einen Abprall-Effekt. Ich meine, Tränen wollte nicht gegen ihn kämpfen. So eine Schande. Kann es auf der ersten Ebene einen Devil-Deal geben? Nee, ne? Erst ab der zweiten. Das sind so Kleinigkeiten, die ich alle vergessen habe. Das ist so dumm. Das tut mir leid. Aber ich kann nicht mein Wissen innerhalb ohne privat zu spielen auffrischen. Und ich möchte nicht privat spielen, weil ich möchte, dass ihr halt alles miterlebt, so wie es ist. Und bisher auch alle Runs ja irgendwie hochgeladen. Na gut, es war auch noch kein super schlimmer Run dabei, Gott sei Dank. Ist ja nur so jeder fünfte, sechste Run mal super schlecht. Moment, das ist Folge 6. nee, wir packen das schon. 404. Was machst denn du nochmal? Gives a random trinket effect per room. Okay. Glitzerbomben. Hey. AKA 5 Bomben mit Belohnungen drin. Wenn wir jetzt noch irgendwas haben, womit wir unendlich Bomben kriegen, haben wir das Game schon eigentlich gebreakt. So, was gab's hier? Irgendwas wollte ich sprengen. So einen blauen Stein gab's hier. Den nehmen wir mit. Ich weiß gar nicht, ob wir heute auf Boss Rush gehen und so. Ich denke, nee, wir spielen heute mal wieder normal. Ich gehe sonst immer schon auf Boss Rush. So. Dann gehen wir... Habe ich Antibirth angesprochen? Ich sag's einfach nochmal. Ist ja egal, ob ich es 100-mal anspreche oder nicht. Antibirth werde ich spielen, sobald es halt offiziell ins Spiel mit eingenommen wird. Oh, das ist ja voll der komische Raum, sehe ich gerade. Weil es steht noch nicht fest, ob es offiziell reinkommt oder nicht. Aber sobald es feststeht, werde ich mich entscheiden, ob ich den Mod dann selber an sich zeige. Oder wie ich das angehe. Ich habe das Herz übrigens vorhin gesehen. Ich habe es nur irgendwie liegen lassen. Weil ich doof bin. So, okay. Ja, also ich warte einfach mal ab, wie es sich entwickelt. Das erste Mod-Paket wird ja schon gemacht. Oh, die kleinen Gegner haben auch weniger Leben, wenn ich es richtig gesehen habe. Das Bestarium habe ich euch übrigens noch gar nicht gezeigt. Muss ich euch mal nach dem Run zeigen. Das ist ganz cool für alle, die Isaac nicht selber besitzen. So, hi. Oh Gott. Können die... Ach, die können da durchschießen, okay. Keine Ahnung, ich dachte, vielleicht gelten die für die dieselben Regeln wie für mich. Aber scheinbar nicht. Und Rune. Jera! Was macht Jera nochmal? Das war die, die Sachen kopiert, verdoppelt, ne? Ich muss nur in der Liste hier gerade gleichzeitig suchen, während ich rumlaufe. Jera! Will Double All Pickups. Genau. Und eben, wenn ich die mir aufhebe bis zur Chest, kann ich alle Kisten dort verdoppeln. Ich remembere mich. So, am besten will man den ersten Boss ja mit Bomben besiegen. Oh. Wir warten. So.
Ich muss ja den Matschhaufen auch noch besiegen. So. Oh, es ist Dingel. Dingel ist okay. Aber der rote Dingel schießt mehr, glaube ich. Oh, Dingel habe ich schon lange nicht mehr bekämpft. Oh Gott, der macht rote Kacke, der rote Dingel. Ist ja höchst gefährlich. Warte, ich mach mal so eine Bombe bei ihm hin. Oh, er kann rumrutschen. Ach, die Bomben haben auch einen Charming-Effekt. Wusste ich gar nicht. Und der rutscht viermal. Rutscht Dingel nicht normalerweise dreimal? Mal gucken, wo ich stehen darf. Okay. 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 So, kämpfen wir hier unten. Dingel ist aber noch ein netter Boss für die erste Ebene. Besonders, wenn er sich die Kacke so dahinsetzt, dass er mir nicht wehtun kann. So, und jetzt von hier aus. Das ist voll cool, die Stelle. Der rote Dingel gefällt mir. Der sich selber umbringt. Hey, don't swallow the prize. Nehmen wir mit. Das ist halt das Random Trinket. Und das Herz war wieder ein Scared Heart. Kein Sacred, sondern ein Scared Heart. Die rennen vor einem weg. Wenn es auf der Luke liegt, ist es natürlich so ein Oberprank, aber was soll man machen? Hi. Warum darf ich mal bitte die Karte haben? Diese scheiß Curses. Ich weiß es gar nicht. Ich überlege so auch schon öfter, was würde ich anders machen, wenn ich das Sachen an dem Spiel ändern könnte. Also es gibt ja Mods. Würde ich die Curses rausnehmen? Nein, ich mag die Curses an sich. Aber ich hasse es, wenn so ein Curse zum Beispiel zweimal miteinander kommt. Beziehungsweise es gibt drei Curses, die ich glaube ich über alles hasse. Die, wo man nicht sieht, wie viel Leben man hat. Ah ja, wenn wir getroffen werden, ziehen wir jetzt den Blutspur. Ich glaube, das ist neu. Die, wenn... Wurde Lazarus nicht stärker, wenn er gestorben ist? Kann sein. Die, wo... Einfach alle drei, die Sachen verwirrend machen eigentlich. Die, wo man die Items nicht sieht und die, wo man die Map nicht sieht. Die, wo man die Items nicht sieht, ist das Fürchterlichste, weil ich da halt die Sachen eigentlich meistens nicht aufheben möchte. Weil es so viele Sachen gibt, die halt einfach alles kaputt machen. Oh, schauen wir mal. Hey, Prayer Card. Die gibt mir so ein weißes Herzchen, so ein halbes, ne? Oh, schon zwei Treffer direkt. Von Anfang an, MLG. Oh Gott, sind da viele. Nee, danke. Blauer Stein. Oh, MLG. Damage up ist schön. Muss ich ja in den ersten Ebenen so richtig über jedes Damage... Guck mal, jetzt haben wir schon 5 Damage. Das hatten wir einfach bei der letzten Challenge. Also morgen gibt es wieder die nächste Challenge. Ich mache einfach so... Ich zögere es ein bisschen hinaus, bis ich alle Challenges fertig habe. Wir machen mal die Challenge und danach spiele ich einen Run mit dem Charakter. Das ist, glaube ich, ganz cool. Und wenn ich das alles fertig habe, dann können wir mal Mods angehen. Auch so abwechselnd. Normale Folge, Mod-Folge und so. Und das, als ihr jeden zweiten Tag kommt, habt ihr mitbekommen. Also kommt halt jeden vierten Tag eine normale Folge? Irgendwie so. Ah, die Challenge-Folgen und Folgen sind ja auch cool. So ist es nicht. Hoffe ich. Die erste Challenge war jetzt ein bisschen merkwürdig, aber eigentlich an sich auch ganz cool. Oh, guck mal, so ein Handy. Mit Flappy Bird? Keine Ahnung, was das sein soll. Spring mal hier. Okay, zwei Münzen brauche ich noch. Hoffen wir mal auf unser Bestes. Und dann gehen wir wieder zum Shop. Achso, der Penny verdoppelt manchmal das Geld, was ich aufhebe. Ich habe mich gerade gewundert, warum ich zwei Pennys bekomme, aber ich habe nichts gesagt, damit ich nicht wieder dumm wirke. Zwei? Ja! Cool. Jo, schauen wir mal, was der Gameboy macht. Das iPhone. Pokégo. Gotta catch him. Pokémon Go war es, okay. Ich weiß nicht, was es macht. Das ist ja ein passives Item scheinbar. Hm. Warten wir es ab. Dies und mehr den nächsten... Oh, Gottes Willen. Kann mir keiner erzählen, dass es sich nicht lohnt bei 80 von den Fetten. Das sind eigentlich noch nicht die schlimmen Fetten. Oh, Batterie. Gratis Herz sage ich nicht nein. So. Komm. Zack, zack. Nochmal Batterie. Setz mir direkt wieder ein. Oh, wir haben einen Freund. Lol. Einfach random spawnen Gegner, die für uns kämpfen? Tut mir auch nicht weh. Nö. Aber ich trigger ihn, aber er tut mir nicht weh, okay? Guck mal, der ist einfach dabei. Lol, ich hab einen Bro. So, besonders so ein Laserviech. Wie gut ist das denn? Lol. Laser sie alle weg. Jawoll. Lol. Geh ich mit dem zum Boss? Ich denk schon.
Einfach alle paar Räume. Wenn ich jetzt mehr spawnen von denen als einer, dann bin ich ja der King. Ja, spawn mehr! Oh, er ist tot. LOL, dein Brimstone-Laser. Nein, töte nicht. Patty muss überleben. Nice. Pyjama. Die haben viel Seelenherzen gegeben, daran erinnere ich mich. Warum schießt mein eigener Freund nach mir? Oh Gott, da kommt hier noch was. Joker. Oh, Joker hätte ich auch gerne. Meine eigenen Begleiter greifen mich die ganze Zeit an. So geht das nicht. Was macht nochmal dieses Omni-Nomnicom? Das ist ein neueres Item? Nee, das ist scheinbar Rebirth. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Finde das Buch mit dem lustigen Gesicht. Da ist es, ich hab's gefunden. Necronomicon. Achso, das war's, Necronomicon. Es gibt mittlerweile so viele Parodien davon, dass ich nicht mehr wusste, was was ist. 40... Nee, 40 Damage lohnt sich nicht. I, dann krieg ich ja Angel Deals. Naja, was soll's. Ich mit meinen Pokémons. Finde ich cool. Oh, ich hab da... Egal. Kann ich nächste Ebene direkt den Devil Deal. Ich hab die Jara-Ding liegen lassen. LOL! Das ist stark. Der drehende Penny hat gemacht, dass... Also, die drehen sich meine Schüsse jetzt? Ja. Nee, machen wir das, wo wir mehr Geld kriegen. Das war, glaube ich, jedes Mal, wenn ich getroffen werde, kriege ich einen Penny. Der war für den Keeper ultra gut. Gehen wir mal weiter. Wenn der Devil Deal noch offen ist, würde ich nochmal reingucken. Nee, habe ich verkackt. Okay. Goldraum hatte ich ja, glaube ich, hoffentlich. Zack, nochmal ein Herz mehr. Curse of the Maze, Devil Deal, Angel Deal, Devil Deal. Oh, zwei Sachen, die man mitnehmen muss. Und der Void. Will ich den Void haben? Eigentlich ist Void cool. Nehmen wir Void mit. So. Ja, nehmen wir Void mit und saugen die Karte direkt auf. So, jetzt haben wir den Karteneffekt jedes Mal. Man konnte damals diese Megabombe... Ich schreck mich jedes Mal vor meinen eigenen Begleiter, ne? Das ist, glaube ich, der Nachteil so danach davon. Man konnte damals... die Megabombe noch aufsaugen, aber es wurde dann rausgepatcht. Warum nur? Dieses Pokémon Go-Item ist richtig cool. Ich freue mich. Ach nee, Patty ist gestorben. Los, Mini-Fliege. Besonders die Gegner ignorieren die. Los, ja. Gut gemacht. Oh nee, der Gegner läuft durch. Okay, nice. Bursting Zack. Genau, und alle Random Items, also die nicht Leertasten-Items sind, die man aufsaugt, geben zufällige Stats. Also will man das gar nicht. Oh, ist das schön. Das wird ein schöner Run. Wir haben einfach eine ordentliche Lebensquelle. Stand halt gerade da, a Charmed Fly has appeared. Weiß nicht, aber sie ist getot. Warum fliegt die auch in die Gegner rein? Okay, komm, komm, komm. Komm, 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 komm. Danke. Hat ja gedauert. Machen wir den Boss? Nee. Oh. Das ist immer so ein Mobbing. Für einen Raum fliegen bräuchte ich. Okay, da komme ich nicht dran. Und da mache ich erstmal die gefährlichen. Nämlich ihr, die in vier Richtungen explodieren. So. Und dich. Sehr schön. Okay, nach dem Boss könnte ich das machen, aber es wird ein Doppelbosskampf, oder? Wenn der Raum lang ist, ist es immer Doppelbosskampf. Ich könnte die Ebene weiter angucken, ich könnte in den Shop gucken. Gucken wir in den Shop. Steam Sale. Wäre ganz gut. Der Rest ist nicht so brauchbar. Spreng mal hier wieder. So schön, wenn der Automat voll ist. Nice, Steam Sale. So, jetzt alles günstiger im Shop. Oh, ich wurde teleportiert. Doppel-Larry Junior. Okay, den schaffe ich gerade noch. Ich sehe kein Doppel-Larry Junior, ich sehe nur zwei lange. Achso, kommt ja immer nur einer? Ich dachte, es kommen immer zwei in den Bossraum. Oder sind die länger als normal? Fragen über Fragen, die Zombie nicht zu beantworten weiß, aber der Gegner ist scheinbar echt nicht sehr stark. Sterbt! Wow. Die Doppelversion von dir ist echt nicht stark, Larry. Squeezy, Tears Up und zwei Seelenherzen. Nice. Kein Devil Deal? Okay. Habe ich irgendwas falsch gemacht? 0% Chance steht auch da. Hm.
Ich habe keine Ahnung, ob ich irgendwas falsch getan habe, aber scheinbar ja. So, du wolltest jetzt erst auf der nächsten Ebene ein. Ein rotes Herz kriege ich ja sowieso schon garantiert. Oh, danke fürs Porten. Ich baller einfach drauf. Sehr schön. Gut, dann nehmen wir das da unten mit. Achamp Pupa ist appeared. Ah ja. Steht wirklich da, welchen Gegner ich sogar kriege. Nice. Ah ja, aber wann ich eins bekomme, ist auch zufällig scheinbar. Aua. Ein Seelenherzschaden. Skelett ist fast da reingelaufen. Hör auf mich anzugreifen, du bist mein Pet. Du gehörst zu mir. Aber es gibt doch eins, wo man sich selber fangen kann, die Viecher. Inwiefern ist das denn besser? Dass man sich aussuchen kann, was man fängt wahrscheinlich. Ich weiß ja nicht. Ja, ich war gerade schon im Raumspiel, danke. Ist hier rechts... Ja? Secret Room? Nein. Eine Münze kam raus, hey. Wenigstens eine Art von Belohnung. Hallo Shop. Nehmen wir die Karte mit. Tod! Und Verderben. Tschüss Münzen da unten. Na gut, gehen wir weiter. Jo. Das Seelenherz ist eh nicht wichtig gewesen, weil wir jetzt ja wieder ein ganzes Herz kriegen. Richtig. Also brauchen wir nur noch ein bisschen Stuff, was wir mit dem Void aufsaugen können. Gott, sind... Ja, ich laufe auch noch schräg, weißt du? Zweimal. Dreimal. Ist aber auch ein Prank, wenn man den ausweichen will und dann rennt man einfach in die Schüsse. Okay, kein Giftboden, danke. Oder wutender Boden. Oder was auch immer ihr da macht. Für einen Mumpitz. Oh. Kann ich eigentlich schon sprengen. Yay, Geld. Crying makes me too. Die hatten wir schon mal. Kann ich gleich mal. Guck ich mal gleich nach, was die macht. Die ist nämlich neu. Das weiß ich. Okay. Donation-Automat, der sich direkt sperrt, als ich, weil ich ihn aus Versehen berühre. So, guck ich mal kurz nach. Crying makes me toot. Wo ist es da? When firing tears, you have a small chance to spawn a poop cloud, which deals periodic damage to any enemies which come near it. The cloud can be pushed slightly by firing tears at it. Ah, das war diese komische Wolke, die wir immer gesehen haben, wo ich mich 10-mal gefragt habe, was ist das für eine Wolke? Was ist das für eine Wolke? Jetzt wissen wir es. Wenn ich Tränen mache, besteht eine Chance, dass sie entsteht. Alter, eine dicke Fledermaus. Jawollo. Baller weg. Hau rein. Fliegt einfach rein. Ich mach einfach Contact Damage. Irgendwann kommt ein Gegner, der mir wehtun kann. Und dann bereue ich alles. So. Das ist nichts. Ich will ja nicht viele rote Herzen, deswegen ist es ja nicht so essentiell, gerade Void die ganze Zeit einzusetzen. Nicht, dass ihr euch denkt, oh, warum setzt ihr Void nie ein? Ich will ja nicht so viele rote Herzen. Deswegen werde ich es vielleicht gar nicht auf der Ebene einsetzen oder eventuell, wenn halt was kommt, was ich möchte. So. Sehr schön. Komm sehr gut durch die Ebene durch. Kann mich nicht beklagen. Ach, jetzt seid ihr jetzt, die anfangen nervig zu werden? Ja. Achso, die nicht mehr normale Hautfarbe haben, sondern grau sind. Die bluten. Da ist meine kleine Pupsi-Wolke. Die rote Blutspur von mir verwirrt mich noch so selber. Ich denke die ganze Zeit, ich bin mein Feind. Oh Gott. Oh Gott. Okay, der eine ist rechts von mir, das ist gut. Kann ich mich auf den blauen da oben konzentrieren? Flieg! Pupswolke, flieg! So. Purity. Macht die nicht Curses weg? Dagas. Dagas removes Curse, which is effect on the floor. Can also cure the effect of the Amnesia Pill. Ein Seelenherz. Oh, sehr gute Pille. Haben wir einen Curse? Nein. Behalten wir? Ja. Nachdem ich die hier genommen habe. Die ist down. Sehr schön. Nicht sehr schön. Ja, wir haben wieder ein Laserbaby. Ah, ich hatte kurz Angst, dass der... Manchmal habe ich gar nicht so viel Zeit, auf die Gegner zu gucken, dass ich kurz Angst habe vor den Gegnern. Also vor diesen Steinfettis. Oh, dieses Laserding ist so geil. Kiste. Portal. Okay. Instant zwei Gegner gespawnt. Ich dachte, da ist eine kurze Zeit dazwischen.
Was ist das für eine Ebene? LOL. Danke, Laserbaby. Gehen wir rein? Ja. Ja, ja, komm. Crackmega. Der Damage. Ach, den kann man nur nicht angreifen, wenn er umgedreht ist? Cool, Spritze nehmen wir mit. Speedball. Devil Deal. War das dieser Pudersack? Nehmen wir mal mit. Muss ich da so einen Kreis malen und dann ist der Damage dran? Genau. Umso größer ich das mal, umso mehr Schaden war es, glaube ich. Kann sein. Weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, wenn ich getroffen werde, ziehe ich jetzt Blut und Pulver hinter mich her. Jetzt. Hör auf, die ganze Zeit zu lasern. Hier ist keine Gefahr. Gut gemacht, da war Gefahr. Alter, ist das OP. Der beste Begleiter der Welt. Oh, jetzt habe ich noch so eine kleine Spinne, Fliege. Ich bin halt sehr durcheinander, wie immer bei Isaac-Spielen. Ladekabel oder Leiter? Leiter. Hier wieder sprengen? Ja. So, wir haben 8 Münzen. Wir könnten das Ladekabel auch mitnehmen. Das ist ja, wenn ich getroffen werde, dass ich Aufladung kriege, ne? Ja, das nehmen wir lieber mit als die Karte. Weil, eventuell könnte ich mir so Seelenherzen holen. Immer wieder. Könnte mir immer wieder neue Leben schenken. Klingt ganz gut. Okay, gehen wir weiter. Und ja, ich setze den Void-Eimer ein gleich. Ui. Und rein. Ein weiteres Herz für mich. So, oh, da dürfen wir auch rein, weil wir unser voll sind. Dann kämpfen wir mal gegen... Oh nee, die springenden Fettis. Oh Gott, die machen ja sogar einen Stern. Wusste ich natürlich. So, ich gehe hier am Rand entlang. Hier am Rand entlang. Und da ist noch eine. Noch eine vierte? Nein. Hat das Spaßprogramm nicht eingeplant, eine vierte. So, jetzt läufst du schnell. Tschüss. Sehr schön. Wie lange dieses Ding auch überlebt, ne? Das ist so auch unsterblich. Hier muss ich sprengen. Nice. Die Batterie hebe ich mir mal auf. Hier muss ich sprengen, ne? Dass ich den Bettler nicht mit erwische. Ja. Oh, ich habe noch gar kein Geld. Fällt mir da gerade auf. Upsi. Laser. Ja. Ja. Laser sie alle weg. Ja. Ich würde gerne was mit der Pupswolke töten, aber es ist ein bisschen schwer, die echt sehr klein ist. Gehen wir weiter hier lang. Okay. Oder auch nicht. Gehen wir in den Pieksraum? Ja. Hab genug Leben. Oh, eine Bombe als Belohnung. Wie nett. Und tschüss. Aua. Oh. Lol. Einfach in die Stacheln reinschubsen. Finde ich gut. Ah ja, Fledermaus. Aber es gibt scheinbar bei dem Pokémon Go-Ding nur eine bestimmte Angabe an Gegnern. Weil irgendwie dieselben jedes Mal kommen. Okay, dann hat der Pokéball den Vorteil, dass man es fangen kann, was man möchte. Im Gegensatz zu dem anderen Ding, wo man, naja, gezwungen ist, das zu nehmen, was man bekommt. Okay. Weil wenn jetzt eine riesige Auswahl an zufälligen Gegnern da wäre, wäre es mir auch recht. Bräuchte ich den Pokéball echt nicht. Oh, da war noch ein Gegner. Danke, Laser, Dingsy. Bomben. Bossraum. Oh, fast hat das Skelett mein Fetti weggemacht. Laser! Sehr schön. Festet. So, ist hier ein Curse drauf? Nee. Cool. Sprengen wir den Schädel? Nee. Nein, finde ich nicht. Ah, ich brauche den Item-Raum noch. Oh, oh. Haben wir es? Ja. Huh. Irgendwie. Wie viele blaue Steine hier bisher in dem Run kommen, ne? Voll der Lack. Oder vielleicht übersehe ich die sonst immer. Mich wundert es eh, dass mir die auffallen. Das ist eigentlich so eine Kleinigkeit, auf die man beim Spielen doch eigentlich nicht achtet, oder? Wenn man kommentiert. Ihr müsst immer bedenken, dass ich auch gleichzeitig kommentiere. So viele Leute vergessen das und blamen mich dann immer. Du spielst so kacke. Hier zufällig rede ich auch dabei.
bin ich full concentrated. Alles vergessen, Alter. Oh, so eine Laserwandspinne ist bestimmt auch cool, wenn man die mit dem Pokéball fängt. Du fliegst hinter mir nur her, Demon Baby. Eigentlich voll cool, mit dem Void kann man immer testen, weil ich kann es ja auch einfach aufheben. Und wenn ich sehe, aha, das schleppe ich nur mit mir mit, das muss ich wechseln mit dem Void, dann weiß ich, aha, kann ich mit dem Void einfach aufsaugen. Muss ich Void nie einsetzen, ohne zu wissen, was los ist. Ah, da fliegt so ein Baby mit mir mit. Nee. Bin ich so der Baby-Fan. Pandoras Box. Meintet ihr es ziemlich... Nee, das ist nicht die Pandora-Box. Das ist nur die Ich-kopiere-deine-Freunde-Box. Aha. Ich kann... den Automaten springen, dann kommt hier was anderes. Ich weiß nicht. Verdoppel deinen Begleiter. Ist es praktisch gerade? Nee. Pandoras Box wäre richtig praktisch. Ich spreng den Kasten, glaube ich, einmal. Ich habe ja genug Bomben. Okay. Ist das jetzt Mobbing oder... Ich spreng nochmal. Der geht ja kaputt, wenn man ihn, glaube ich, zu oft sprengt. Was war das denn nochmal? Ich glaube, dass man mehr Trinkets halten konnte. Nochmal. Komm, komm, komm. Gierig. War das ein Leertasten-Item? Ich weiß halt nicht, was ein Leertasten-Item ist und das nicht. Was war denn nochmal, Mr. Sanduhr? Da. When used, this item will rewind time and put you back in the previous room. Nein. Auf keinen Fall. Das wollen wir nicht haben. Und der Coinslot war das andere Dingsy. Retrovision. Taschenlampe oder Autobatterie? Jetzt muss ich halt gucken, was die Autobatterie macht. The car battery causes your spacebar item to activate twice on each use. Oh mein Gott, ja. Bitte. Die Taschenlampe hätte ich auch gerne, wenn wir noch Geld finden. Weil die ist eigentlich auch ziemlich cool. Defensives Item und so. Okay. Weißt du, jetzt wird schon wieder so ein... Abellon ran. Apollyon? Keine Ahnung, wie es Viech heißt. Obwohl wir nicht mal den Charakter ausgewählt haben. Ich kriege einfach dem sein Item. Achso, dich haben wir auch noch. Ja, sorry, Bro. Kein Geld und keine Bomben für dich. Oh, die Retrovision hält ja immer noch an. Komm gerade nicht an dich ran. Danke. Tut es weh? Nein. Okay, das ist tut weh. Okay. Warte, dann kriege ich jetzt jedes Mal, wenn ich es einsetze, ein Herz. Lol. Hält mir gerade so auf. Okay. Können wir sogar mal in dem Run mit roten Herzen arbeiten. Jetzt muss ich nur noch das Ding finden, mit dem man mehr diese kleinen Beutel ganz oft bekommt, weil in denen sind richtig häufig Batterien drin. Weil wie cool. Hey, Sister Wiss. Ich hoffe, ihr tötet mich. Habe ich irgendwie stärkere pushende Tiers? Nein, das ist der beste Angriff, den die machen können, ganz ehrlich. Das Rumrollen ist... Warum hat der eine braunes Rollen und der eine grünes? Dass man die unterscheiden kann. So, einer ist tot. Der zweite müsste auch fast tot sein, genau. Hab sie extra so bekämpft. Krieg ich eine Bombe dadurch? Nee, Karte. Chariot. Brauche ich nicht. Ich würde gerne diesen Stein hier kaputt haben. Aber gut, gehen wir weiter. Ich hoffe, ich habe alles richtig gewählt. Man weiß es ja nie bei Isaac. Alles ist ein Fehler. Die Tiefen 2. Hey, mal nicht die Denkdeps. Hallo. Champ Companion. Achso, ich kann ja über Schluchten gehen. Habe ich das schon irgendwann vergessen, wo ich es brauchte? Bestimmt. Tue ich immer. So. 10 Herz lasse ich mal liegen. Noch habe ich nicht vollen Damage. Oh, fette Fledermaus. Nice. Tank sie weg. Sehr schön. Oh, ich habe eine Bombe. Converts Ace of Clubs? Was macht ein Ace of Clubs für eine Karte? Ace of Clubs. When used, turns all pickups and chests in the room into bombs. Okay. Also wenn ich jetzt... Nee.
Also nicht in dem Raum will ich es einsetzen, da bin ich mir schon mal sicher. Okay. Oh, noch eine Batterie. Warte, es kann was im Discount sein, dass er dann nochmal im Discount ist? Ist aber neu, oder? Quicker Charge. Wir könnten uns theoretisch unendlich heilen, wenn es gut läuft. Vielleicht können wir es auch schon. Quicker Charge. Ich gebe es mal kurz ein. Quicker Charge da. Automatically you give one bar of charge after using the spacebar item. Ah ja. Und füllt es auch noch komplett auf, wenn man es einsetzt. Aufhebt. Okay. Was war denn... Ich muss mal gleich gucken, was diese Tasche war. Ja, das habe ich erwartet. Kann der ja bitte trotzdem sterben? Danke. Weil der droppt Geld ohne Ende. Da sage ich nicht nein. So, jetzt können wir mal gucken. Was ist denn die Tasche? Die ist... Irgendwas vom Keeper, glaube ich. Allows you to carry two cards, pills, runes at the same time. Okay. Gibt es davon nicht irgendwie 5 verschiedene schon? Das brauche ich nicht. Hab gerade keine Bombe mehr. Ich muss es bezahlen. Genau dich wollte ich. Zack. So. Machen wir uns einfach mal ein paar mehr Herzen. Wir halten mal erstmal ein paar Seelenherzen. Das können wir ja später mehr ausnutzen. Weil... Devil Deals und sowas. Weil Seelenherzen dürfen ja Schaden kriegen. Rote nicht für Devil Deals. Töten wir... Nein, 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 nein. Wir sind auf der Marm-Ebene. Fast habe ich mich selber geprankt. So, ich versuche die letzten Ebenen dann schneller hinter mich zu kriegen. Damit der Run nicht ganz so lange dauert. Ich versuche. Heißt nicht, dass ich mache. Also, dass ich schaffe, meine ich. So. Ich weiß schon selber nicht mehr, was ich sagen will. Achso, du bist auf meiner Seite. Sehr schön. Beutelchen. Kann das nicht sehen jetzt? Ja. Book of Seven Sins. Ja, das würde ich gerne einsaugen. Habe ich noch eine Batterie? Ja, im Shop liegt noch eine. Oder ich mache noch 2 Räume. Machen wir 2 Räume. Oder ich werde einmal getroffen. Wie viel lädt denn die Steckdose auf? Nochmal kurz nachgucken. Sorry, Bros. Ach so, für Leben kann ich es einsetzen. Hä? Moment. Dann ist es ja schon unendliche Heilung, oder? Na gut, aber es ist halt einfach ein Gamebreaker-Item. Kann ich für Leben das also aufladen und einsetzen? Hä? Ach man. Ich glaube, wir sind schon unsterblich. Ist mir noch nicht aufgefallen, weil ich den Schaplack mit was anderem verwechselt hatte. Mit dieser Nonnenkapuze. Weißt du, natürlich finden wir zur selben Sekunde eine Batterie. Aber erstmal das Buch der 7 Sünden aufsaugen. Die Herzen brauche ich nicht. Aber dir fehlt ein Herz. Jetzt nicht mehr. Warum sind Sachen Achso, weil ich das Buch eingesetzt habe gleichzeitig. Ja klar. Book of Seven Sins. Oh Gott, ist das alles verwirrend. Gibt es hier noch einen Shop auf der Ebene? Nee, haben wir schon. Wollen wir trotzdem mal gucken, was sonst so abgeht? Müssten wir eigentlich nicht, ne? Aber ich bin so neugierig. Vielleicht finden wir das Seltenste der Welt. Eigentlich habe ich alles, was ich wollte. So. Danke für den Laser, der ein bisschen zu lange anhält. Ja, eigentlich kann ich nichts droppen, was ich brauche. Glück ab, hey. Also jetzt, wo keine Shops mehr kommen, habe ich endlich mal genügend Geld. Typisch. Soll ich jetzt schon alles in Herzen umwandeln? Ich weiß es halt nicht. 10 Herzen sind auf seine Weise praktisch, aber rote Herzen sind auch praktisch. Gehen wir einfach weiter. Ist mir jetzt zu doof zu überlegen. Ich habe keinen Bock zu denken. Ich gehe jetzt einfach. Hier rüber. Wusch. Hallo. Oh, die droppt Seelenherzen, wenn sie stirbt. Habe ich mich wieder daran erinnert, nachdem ich den Glitch hatte, mit dem, wo ich den Boss hier doppelt machen musste. Ja? Geht es immer noch? Ich dachte, das haben sie gefixt. Okay.
Jetzt ist weiter aus. Hüpf halt noch in mich rein. Hallo? Komm schon. Zeig dein Auge. Ach so, ich darf nicht alles töten. Weil alles, was mich nicht angreift, die spawnt hier, glaube ich, nur zwei Gegner maximal. Na gut, bewegen wir uns ein bisschen. So, komm, zeig dein Auge. Machen wir so wenig Schaden oder warum dauert der Kampf so lange? So, zum Spawn muss er sich ja zeigen. Oh, endlich mal, nach 5 Minuten. Ich habe mich ja fast schon erschrocken. Aua. Komm, oh Gott. Mutti, nein. Danke. Ja, kaum lang gedauert. Mensch, Mensch. So, diesmal sauge ich es ja nicht auf. Diesmal habe ich meinen Fehler gelernt. Dass man das nicht aufsaugen darf. So. Curse of Darkness. Ne, finde ich kacke. Oh Gott. Jetzt muss man erstmal gucken, was hier überhaupt auf einen zukommt. Ein Doppelpin. Okay, der eine ist schnell gestorben. Na gut, Pin hat uns nicht so viel Leben. Danke. Danke für diesen guten Kampf. So. Na, schade. Axlax. Ja! Mein bester Freund ist wieder da. Töte sie alle! Ja! Gut gelasert. Einhorn. Ja, nehmen wir mal mit. Gott, nichts Besseres, ne? Es ballert einfach rein. Good friend. So, da dürfen wir nicht drauf schießen jetzt. Geld! Reichtum, Macht und Ruhm. Ich will nur den Bossraum, dann gehe ich schon. Ach man, das ist so cool. Das ballert einfach alles weg. Ja, ich habe ja noch den Satansbeutel. Passt. Judgment. Gehört doch so einen kleinen Bettler, oder? Judgment. Ein Bombenbettler. Den will ich eigentlich nicht haben. Hermit Random Teleport. Ach, das bringt einem zum Itemraum. Ist auch ein Random Teleport. Ups. Habe ich vertauscht. Aber ist ja okay. Wir haben ja 2 bekommen. Spreng ich den? Ja, komm. Soll ich? Jetzt habe ich. Okay. Hey. Ace of Clubs. Pferde zu bomben. Ich habe die Karte gerade vernichtet, ich weiß. Ich dachte, es ist Ace of Spades. Es ist aber auch verwirrend, dass es auf einmal neue Karten gibt. So. Oh, der beste Boss der Welt, wenn man nicht fliegen kann. Aber wir haben unser Laserding dabei. Baller nochmal drauf, komm. Ja! Lol! Aber komplett weggereckt. Das ist, was mich um ein Herz heilt, wenn ich es einsetze, ne? Das hole ich gleich. Das ist neu. Nehmen wir es mit? Ja, ja, komm. Leviathan! Yay! Wir haben 3 rote Gegenstände gekauft. Fliegen. Aufsaugen. So. Okay. Oh ja. Ach, wir machen manchmal so einen Kringeleffekt. Cool. Ja, was macht der Doppelwurm? Ist der neu? Ich guck mal kurz, nur um sicher zu gehen. Nee, ist er nicht. Der ist von Afterbirth. Oh. Maw of the Void. Ein Tier-Damage. Ein Damage-Up. Tränenhöhe. Afterfallen. Tränen für 3 Sekunden. A red cross appears on Isaac's head. Upon releasing the fire button, creates a black wing. Ah, da kommt der Black Wing. Okay. 1, 2, 3. Naja. Und was macht der schwarze Ring? Er schafft das schwarze Herz. Ein Enemy is killed with Black Wing, have a chance to drop a Black Heart. Okay. Klingt cool.
Es ist noch nicht Afterbirth Plus, deswegen habe ich nachgeguckt. Hatte ich, glaube ich, selber trotzdem noch nie, aber egal. Wollt's wissen. Die Neugier. Oh nee. Haben wir auch den Vier-Effekt, wenn wir getroffen werden? Mein Laserbaby da die ganze Zeit. Ist halt immer noch so ultra stark, ne? Frage ich mich, warum. Okay, die Chance ist aber nicht sehr hoch auf schwarze Herzen bei dem Ring. Aber hey, wir überleben. Auf jeden Fall. Also jetzt mit dem Maggies Herz da drin noch dazu. Wir könnten noch einen Devil Deal bekommen, wenn wir Glück haben. Deswegen muss ich eigentlich aufpassen, ob ich Damage kriege oder nicht. Kann er mal sterben, danke. Ewig überlebt. So, Karte wieder klein machen. Oh, schade. Warum hat die Mimik jetzt Stacheln? Ich dachte, das ist. Die tauchen erst auf, wenn man. Na egal. Hi. Die können, glaube ich, nur seitwärts angreifen. Kleiner Lifehack bei denen. Okay, der schwarze Ring ist aber ultra stark. Ja, der ist echt strong. Okay, das unterschätze ich nicht mehr. So viele Attacken haben wir jetzt. Aua. Das ist nicht der... Was ist das? Cracked Dice. Das ist ein Trinket, das macht every time you get hit. Oh Gott, nee, nee. Hat man verschiedene so Effekte, die man nicht haben möchte. So, dicke Fledermaus. Ich wollte mal gucken, wie stark das ist. In der letzten Ver- Oh, genau, das wollte ich. Nein, komm, mach mal einen Ruhenkreis. Ja! Satan! Okay, nice. Echt viel Schaden bekommen. Und kein Devil Deal. So, jetzt probieren wir es mal. Können wir uns voll heilen einfach? Der Sharp Plug funktioniert nicht. Ach so! Die Batterie hat das, die Combo kaputt gemacht. Ich hätte es vorher mal testen sollen, aber ich war zu dumm. Okay, wir können uns nicht heilen. Der Sharp Plug funktioniert nämlich nur, wenn das Item komplett leer ist. Und durch die eine Batterie haben wir immer eine Ladung, egal was ist. Schade. Stimmt. Ja, es sind solche Sachen, die passieren mir halt, weil ich die Items nicht perfekt kenne. Aber ich habe eh den Sharp-Plug mit was komplett anderem vertauscht, also. Selber schuld. Pluck up, hey. Cool, jetzt müssen wir mit unserem minimalen Damage hier nur durchkommen. Und ich spiele die ganze Zeit glücklich. Ja, sterbt ihr auch mal? Einer. Als ob der mich getroffen hat. Ich möchte mein Geld zurück. Ich möchte meine Items zurück. So, zack. Blank Rune. Wheel of Fortune. Was macht die Blank Rune nochmal? Welche ist denn die Blank Rune? Gar keine? Ist hier nicht. Ach, da. Blank Rune. When used, gives a random Rune-Effekt. Oh Gott, ist ja so zufällig. Companionship. Hey, fliegen und sowas. Wheel of Fortune behalte ich mal. Kann man ja vielleicht nochmal gebrauchen irgendwann. Kann man ja vielleicht da nochmal ein paar Batterien gewinnen. Wenn das Spiel nett ist. Ich brauche wieder meinen Laser-Companion. So, einen Raum noch, dann kann ich... Hey. Ich weiß nicht, ob ich da mein Leben opfern möchte. Ja, ich glaube, die Entscheidung war ganz gut. Das war dumm. Scusi. Justice. Resistance. Oh, die Rune ist gut. Die brauche ich. Dann machen wir mal das Video Fortune rein und dann spielen wir einfach mal für ein gutes Trinket. Oh, ein Joker. Gibt's hier einen Devil Deal? Ich schau mal. Ja, gibt's. Brimstone. Cool. Und das hier für schwarze Herzen. Und das hier für 4-Shot. Cool. Okay, wir haben Brimstone. Sehr schön.
Spielen wir weiter. Okay, wir sind pleite. Und haben einen Judgment-Typi, den ich lieber bezahlt hätte. Gut zu wissen. Und einmal einen Teleport. Oder Resistance. Aber hey, wir haben Brimstone. Das sollte einiges einfacher machen. Und noch 1000 andere Sachen. Kann sich das Kreuz auf meiner Stirn trotzdem noch bilden? Ja. Okay. Ja, wir sind ein bisschen stärker. Cool. So. Vielleicht kriege ich ja noch genug Geld, um den Bettler zu bezahlen. Um meine Miete zu bezahlen. Da oben war die Sackgasse. Da muss ich nach rechts, glaube ich. Jo. Nice. Einfach weggelasert. Puh, ich hoffe, ich vergesse nicht zu schneiden, weil ich an der einen Stelle beim Spiel nichts gesagt habe. Wenn es drin ist, dann blamet mich. Weil ich schuld bin. Geld, 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 Geld. Wie ich immer eine Batterie kriege, kurz bevor das aufgeladen ist. Diesmal nicht. Diesmal lasse ich mich nicht pranken. Diesmal setze ich es vorher ein. Tot. Brauche ich. Zack. Hey, noch ein Seelenherz. Hey, mir steht's doch wieder ganz gut, oder? Aua. Mir steht's ganz gut. Puff. Direkt Damage. Gappi wäre noch schön gewesen. Aber hey, nicht alle Wünsche können wahr werden. Hallo? So. Bei den anderen Charakteren werde ich wahrscheinlich schon versuchen, auf Boss Rush zu gehen. Außer ich habe das Delirium schon tot. Ich glaube, nur mit Azazel habe ich Delirium noch gekillt, oder? Ich glaube, ich habe ihn zweimal bisher tot. Ist ja jetzt nicht so ultimativ schwer zu erreichen. Man muss halt nur sich auf Boss Rush konzentrieren. Wir haben gleich genug Geld für den Shop-Typ hier. Oh, natürlich musst du in Tränen explodieren. Hey, wenigstens das. So. Blankruhen oder... Naja, Blankruhen einsetzen. Ansus. Gott, nicht, dass es am Ende irgendwas ist, was alles rerollt. Gehen wir kurz zu Mr. Shoppy. Der war ja links, hoffe ich. Oh Gott. Die Ebene ist echt groß. Hier oben? Da links? Hier links? Hier links, hier Bacher. Ja, hab dich gefunden. Fledermaus chill. Hier gibt's nichts zum Töten. Lebensupgrade. Das könnte ich mit dem Void aufsaugen. Mach ich. Krieg zufällige Stats. Ja, mein Brimstone wurde schneller geladen. Full Teleport Emperor Challenge me. Hm. Brauche ich die Resistance eigentlich noch? Eigentlich nicht. Außer wenn ich Delirium kämpfe, dann ist das. Ah, komm. Wir waren es eh schon ewig lang, weißt du? So, jetzt direkt zum Boss. Keine Umwege mehr. Bist du der Boss? Nee. Wollen wir da reingucken für ein Herz? Ja. Cool. Müssen wir aber drin lassen, das Herz. So. Weiter. 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 Da ist ein Seelenherz. Das ist ganz cool, dass man auch Items, die man nicht haben will, auf... Das ist ganz, ganz ruhig. Spiel. Jetzt habe ich viele Bomben. Sehr schön. Und aufgeladen. Kennt man so ganz schwer, weil mein Gesicht so leicht braun wird. Wäre cool, wenn der Ring auch Schüsse abfangen würde. Na gut, wäre OP. Der Brimstone ist nicht so stark. Es sind doch keine Engel gespawnt, erstaunlicherweise. Oh. Was hast du gesagt?
Ich habe gelesen, dass das zufällig ist, wo diese Laser runterkommen. Deswegen kann man einfach immer getroffen werden, egal wo man ist. Deswegen müssen wir einfach damit leben. Weggelasert zu werden. Ach, Gott sei Dank. So, noch einmal überleben. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Danke. Danke. Einfach rein. Einfach rein. Wisst ihr, einfach rein. Mehr denke ich mir gar nicht dabei. War auch kein Voidportal, wenn ich es richtig gesehen habe. Gott sei Dank. Ist das der Magic Mirror oder Boomerang Tears? Achso. Cursed Shot. Halt, warum ist der... Okay, wackel, wackel. Was bist du denn? Acid Baby. Pillen, Pillen, Pillen. Ach, das droppt wahrscheinlich Pillen alle paar Räume. Okay. Und die beiden sauge ich einfach auf? Okay. Jetzt habe ich jemanden... Hilfe! Ich habe... Mein Laser geht's nicht so gut. Mein Laser hat eine Erkältung. Ich weiß nicht, was das mit Boomerang zu tun hat, wenn mein Laser sich jedes Mal wie so ein... Achso, nur wenn ich mich dabei bewege. Ich darf mich nicht mehr bei meinem Angriffen bewegen. Wie viele Bombendinger kann man denn in einen Raum spawnen? Eigentlich muss ich immer in die entgegengesetzte Richtung laufen, wenn ich dann was ablasern will. Oder stehen bleiben. So, den will ich zuletzt töten. Einen kleinen oder einen großen? Ich glaube, den großen will ich zuletzt töten. So. Nichts. Sehr schön. Oh Gott. Das ist Boomerang-Item nervig. Nein, bitte nicht. Danke. Drei Sekunden. Jetzt. Ich will ja wenigstens schon ultimativ reinlasern. Kiss up, hey! Da sage ich nichts gegen. Eins, zwei, drei. Sehr schön. Ja, dieser Ring ist doch eine ganz gute Damage-Hilfe. Nice. Geld. X-Lags. Hurra. Ja, reicht, um Sachen zu one-shotten. Okay, dann ist okay. Hä, ich habe den Ring gar nicht so stark in Erinnerung gehabt. Kiss up. Okay. Nochmal ein Beutelchen. Uns geht's ganz gut. Oh Gott, fast in die Bombe reingerannt. Sehr schön. Luck up. Okay, den nervigen... Nee, du bist der Nervige. So, jetzt nochmal warten, bis das Kreuz auftaucht. Da ist es. Da ist das Kreuz der Vernichtung. Ja, wenn ich es komplett reinhalte, macht es echt gut Damage. Das Beste ist, im schlimmsten Fall könnte ich mit dem Bomben auch ewig einfach sprengen, bis ich wieder Leben habe. Nein, ich will da runter gucken. Nein, ich will da runter gucken. Danke. Aber wo bin ich? Ah, unterhalb. Oh, dachte ich kriege ihn tot, bevor er schießt. Aufsaugen? Ja, warum nicht? Wo ist das Bob's Brain hin? Nee, der Rotten Head meine ich, den ich werfen sollte. Schon wieder einen Falschen zuerst getötet. Und jetzt. Ich hoffe, der Boss ist hier in der Ecke. Hey, nice Heilung.
Gott, wie leise war der Spruch denn? Habt ihr ihn überhaupt gehört? Friends till the end. Hey. Setze ich einmal ein. Und dann hole ich mir dich wieder und die sauge ich dann gleich auf. In zwei Räumen. Wie lange brauche ich eigentlich, bis ich lasern kann? Oh, echt überhaupt nicht mehr lange. Den hebe ich auf. Damage Resistance. Okay, jetzt haben wir es auf jeden Fall geschafft. Einen Raum muss ich noch machen und dann können wir zum Boss. Aber alles aufsaugen, was geht. Oh. Okay. Dein fliegendes Baby hat mich irritiert. So. Guck mal, sogar komplett voll geheilt. Zack, tschüss Seelenherz. Hallo Bücher, die ich aufgehoben habe. Hallo Batterie. Jetzt könnten wir eigentlich theoretisch, wenn wir Glück haben, noch in die nächste Ebene. Würde ich nicht nein sagen. Eieiei. Okay. Das mit dem Ring funktioniert nur, wenn man sich permanent im Kreis um ihn herum bewegt. Was in eigentlich in einer normalen Hinsicht sogar recht gut ist. Achso, ich kann ja echt jede Sekunde ja einmal lasern. Ich hab meinen Laser nicht unter Kontrolle, Dad. Achso, ich habe ja sogar... Lol, viele schwarze Herzen. Kein Maw. Schade. Schade. Kann man das irgendwie provozieren? Ich glaube nicht. Okay. Dann endet der Run hier. An dieser Stelle. Okay, geh ich schnell rein. Sehr schön. Ja, Lazarus hatte ich sonst mehr Probleme. Drei Herzen, cool. Ich hätte noch das Portal einmal benutzen können. Das wäre bestimmt cool gewesen. Gut, Leute, dann haben wir mit Lazarus einen Run geschafft. Ich glaube, das hatte ich eh schon, aber gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Bis dann, zur nächsten Challenge. Wir spielen dann die Challenge April Fools. Bis dann, euer Zimmelmann. Tschüss.